Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten Folge Resident Evil 7 Ethan Must Die. Ich befinde mich in einer neuen Spielesession, hatte jetzt eine gute Woche Pause, hoffe aber, dass ich jetzt gut gestärkt und ausgeruht hier in den nächsten Run gehen kann. Ich habe hier ein leckeres braunes Wunderwasser, das hält mich schön wach. Hab mich auch noch mal ein bisschen informiert, wo ich doch gerade gestorben bin. Wir waren ja schon unten in der Küche, in dem Fernsehzimmer und musste dann wieder so eine Welle aufhalten, an der ich dann tatsächlich gescheitert bin. Und ja, gucken wir mal, ob ich das heute besser hinbekomme, ne? Ich werde wieder erstmal die etwas schnellere Route nehmen, denn wir wissen ja nicht, was dann noch auf uns wartet. Und ja, ich wage es etwas zu bezweifeln, dass wir es in dieser Folge schaffen, aber alles ist möglich, ne? So, wir starten einfach mal los. Quatschen gar nicht so lang. Und hoffen, dass wir das jetzt schaffen und dass wir auch ein bisschen Lootglück haben. Ne? Lootglück wäre super. Vielleicht mal so gleich unendlich Munition in der ersten Kiste und diesen tollen Colt in der zweiten Kiste. Ne? Das wäre eine klasse Sache. So, vielleicht, warte mal, meine Kopfhörer noch ein bisschen lauter machen. Damit ich dann das Uhrticken besser höre. Habe ich jetzt lauter oder leiser gemacht? Ich glaube, so ist leiser und so ist lauter. So. So, kein Tick-Tack. Oh, es war ein bisschen zu laut jetzt. Wartet mal. So. Ja, und ja, viel Spaß jetzt. Ne? Ich hoffe, ihr seid da noch mit Lust und Laune dabei, wie der Längster sich hier quält. In Ethan Must Die Überlebensmodus. Und wir kriegen gleich einen Flammenwerfer. Finde ich super. Ne? So, hier kennen wir uns ja mittlerweile super aus. Gehen wir links vorbei. Sollten das Messer in die Hand nehmen, um die Kiste hier schnell mitzunehmen. Und hier haben wir ja dann den Tipp bekommen, nicht nochmal umdrehen, um die Tür zu schließen, damit wir hier auch vorbeikommen, ohne einen Schlag abzubekommen. Das stimmt natürlich. Das muss ich aber leider gestehen. Ich weiß nicht, ob es mir der Green gesagt hat oder der Bloodgod. Einer von euch beiden war's. Seht's mir bitte nach, seid bitte nicht böse. Hiermit seid ihr jetzt beide positiv erwähnt. Ne? Komm, wir gehen jetzt trotzdem ins Jägerzimmer. Jetzt stehe ich schon mal hier. Das machen wir ganz schnell. Ganz schnell bin ich hier. Gehen hier mal schnell rein und kriegen wenigstens eine grüne Kiste. Die tickt auch nicht. Ja, super. Hat sich ja wieder voll gelohnt. Dann nehmen wir die da hinten jetzt wenigstens mit und kriegen noch ein rotes Champ-Pulver, oder? Komm schon. Ah, ein gelbes. Ist auch schön, ne? Haben wir schon zwei gelbe. Ja, komm, dann machen wir jetzt eine Heilung draus, ne? Gut so. So, ihr seht, ich bin geschwind unterwegs. Ich möchte schnellen Fortschritt. Na, eigentlich will ich sicheren Fortschritt. Ne? Schneller Fortschritt ist immer so eine Sache. Ist sehr fehlerbehaftet. Ne? Oh, der Louis. Der Louis miaut. Geht gerade nicht, Louis. Ich weiß, du willst raus. Vielleicht habt ihr das sogar gehört, aber wahrscheinlich nicht. Ist noch zu weit weg. Jetzt bin ich natürlich etwas... etwas abgelenkt, muss ich gestehen. Louis, leg dich doch ein bisschen aufs Bett. Kannst du ein bisschen schlafen hier, oder? Tust du auch was. Ja, ich mache mal die Tür zu vom Zimmer, wenn ich aufnehme, damit ich möglichst wenig Nebengeräusche habe. Ne? Zumal ja jetzt auch noch meine bessere Hälfte bei mir wohnt, die ja dann auch durch die Wohnung streift. Und damit ihr da nicht so viel von mitbekommt, macht man halt mal die Tür zu. Ne? So, den können wir auch noch. Dass der immer so am Rumbummeln ist, oder? Also ich stehe ja überhaupt nicht auf Bummeln. Bummeln ist ja ganz schrecklich eigentlich. So. Keine Kiste da hinten. Dann lassen wir den Dicken frei. Probiere ich's so an ihm vorbeizukommen? Könnte man schon mal versuchen, ne? Ich hab's verbockt. Die Stelle, die nervt mich ja immer am meisten, aber ich glaube, das habt ihr in den letzten drei Parts schon mitbekommen. Aber das ist halt irgendwie so,
Guck mal hier rum, genau. Das ist halt irgendwie so zeitverschwendend. Immer das Gefühl, das geht viel schneller hier, aber... Aber ich krieg's nicht hin, beziehungsweise ich habe Angst, ne? Wenn man offscreen spielt, könnte man da viel mutiger sein und versuchen, an dem vorbeizuwandern. Wenn man dann stirbt, ist es nicht ganz so schlimm. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann im Video sterbe und ihr dann nochmal den 10-Minuten-Weg bis zu der Stelle ertragen müsst, wo ich gestorben bin, dann ist das halt, ne, also zumindest diskutierbedürftig. So, ja, da habt ihr gedacht, ich gehe rein, ne? Da habt ihr das gedacht. Habe ich mal ein bisschen Spaß gemacht hier, ne? So, aber hier darf ich jetzt keinen Spaß machen, denn hier habe ich noch böse Erinnerungen an diesen ekligen Gang. So, vielleicht kriege ich ihn ja tot, wenn ich ihn gleich... Wenn ich ihn gleich... Ah, das geht nicht. Au, 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 au. So, jetzt habe ich gar keine Pistole dabei, ne? Jetzt können wir eh nicht in den Bonusraum hier rein. Den wir ja alle schon 100-mal gesehen haben. Geht das mit dem Flammenwerfer, wenn man da durchschießt? Ich weiß es nicht. Ist jetzt auch egal. Ne? Wir müssen da nicht rein. Ah, scheiße. Ich probiere es vielleicht doch mal kurz. Ah, es geht nämlich nicht. Shit. Ja, das ist ja dann jetzt ein bisschen herausfordernd hier drin, ne? Aber kriegen wir schon hin. Wie habe ich denn das immer gemacht? Bin direkt hier hingegangen, ne? Komm, komm, gut, 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 gut. Ah, jetzt habe ich den nicht erwischt. Schade. So, ist der jetzt wirklich tot hier? Ja, der scheint wirklich tot zu sein. So, was haben wir hier bekommen? Na, eine Pumpe. Uah, der ist doch noch nicht tot. Ich habe es gesehen. Im Augenwinkel. Na ja, komm. Hier machen wir jetzt. So. Und du. Mein Gott, wie lange der jetzt gestorben ist, oder? Ich habe jetzt echt überlegt, ob ich nochmal drauf haue. Aber eigentlich eine Giftgasfalle und ein Messerhieb, ne? So, hier schnell zumachen. Das kenne ich auch noch. Kein Problem. Ich erinnere mich an alles, trotz neuer Session. Ihr seht, ich bin hier voll konzentriert dabei. Heute wird es ein First Try. Ich weiß noch nicht, der wievielte, aber einer wird's. Hier bin ich doch auch immer blöd gestorben. Ich erinnere mich, weil ich hier... Oh, die gleiche Situation wieder. Also ich stelle mich jetzt mal... Gott sei Dank. So, eine Heilung. Ich hätte mich jetzt richtig geärgert. So richtig geärgert, wenn ich jetzt wieder gestorben wäre, weil ich irgendwie aus Versehen diese Kiste mit erwischt hätte. Da hätte ich meinen Kopf hier ins Blutbad getaucht. Und zwar so lange, bis ich... bewusstlos werde. So ein sinnloses Kommentar, oder? Das hört sich immer nur so an, als wird man getroffen, ne? Aber irgendwie klappt es dann immer sauknapp, dass man es überlebt. So, es wäre ganz cool, wenn ich da oben jetzt irgendwie eine Handfeuerwaffe bekommen würde. Drückt mir mal die Daumen. Ja. Okay, oh, habt ihr super gemacht, klasse. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt am Festen gedrückt hat, aber du hast ein ganz besonderes Lob verdient. Der Festdrücker, ne, sei jetzt hier mal herausgehoben. Und weil ich ja interaktiv bin, könnt ihr euch jetzt selber denken, wer am festesten den Daumen gedrückt hat, ne? Und somit hat nämlich jeder am festesten den Daumen gedrückt und somit seid ihr alle Gewinner bei mir, ne? Ha, ist das nicht ausgeklügelt hier? Der längste Hammer, oder? Macht sie einfach alle zum Gewinner. Was den Gewinn schon wieder so weit schmälert, dass man sich überhaupt nicht drüber freuen kann, ne? Aber das ist mir jetzt egal. Ihr seid alle Gewinner. Punkt. So, hier vorbei. Ah, ich habe ein richtig gutes Gefühl heute, muss ich sagen. Ah, Moment. Ducken, genau.
So, und jetzt seht ihr nämlich, warum wir gleich die Handfeuerwaffe wollten. Damit wir die wegkriegen. So. Gehe ich erstmal hinten rein oder versuchen wir... Ich glaube, ich versuche die Zombies erstmal zu killen, oder? Ich hab's fast versaut, Leute. Wow. So, jetzt können wir da nämlich rein. Oh, jetzt habe ich aber einen Herzkasper bekommen. Okay, jetzt. Ich habe das Gefühl, das war es noch nicht. Das ist jetzt das Tür auf, Tür zu Spielchen. Ich habe gewonnen. Wow, 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 hier. Mach mal halblang, ja. Oh, ah, scheiße. Oh, verdammt. Ja, natürlich. Oh, sorry, das war richtig dumm gerade von mir. Komm, schnell eine Heilung. Wir können uns gleich noch eine mixen. Ich hätte gern, dass sich das Ding hier leer schießt. Was? Wer bist du denn? Was ist denn das? Oh. So, Stabilizer können wir benutzen. Und wenn ich mir das grüne Kraut da hole, werde ich auch noch ein Dings los. Ich habe eine Pistole, also machen wir auch mal so. So, das nehme ich auch mit. Dann machen wir so und jetzt habe ich doch Platz, oder? Ich glaube, ich nehme den Flammenwerfer mit zu Marguerite, deswegen packe ich den hier runter. Ne? Das finde ich gar nicht so unclever. So, die hat sich ausgeballert, das finde ich super. Ja, dann können wir ja schnell... Irgendwie habe ich sie gerade nicht zu fassen bekommen. Ach, Mann! Oh, wieso vergesse ich denn diese Scheiß... Oh, ich kotze, wenn ich wegen sowas sterbe. So. Okay, du hast nichts mehr, ne? Sehr gut. Dann können wir jetzt mal schnell hier rein. Vier Sterne. Vier Sterne. Oh. Oh. Oh, das ist, glaube ich, ein richtig guter Loot. Und einen Stabilizer hatten wir auch schon. Ich muss mich mal gerade umdrehen. Du liegst vor der Tür. Naja, gut. Kann man jetzt nicht ändern. Oh, oh, oh. Aber 5 Schuss. Oh, was für ein geiler Loot. Jetzt muss ich hier langsam nur aufpassen, was ich mitnehme und was nicht. Da drüben haben wir noch eine ebbische Kiste, ne? Die tickt auch nicht. Nochmal Munition. So, was kam denn jetzt? Ich hab nochmal diese 2 Zombies um die Ecke an der Treppe, ne? Alles klar. Mit etwas Glück ist hier noch eine Kiste. Na, ich bummel schon wieder, ne? Aber... Ah, jetzt kriegen wir natürlich auch noch Pumpgun-Munition. Ist das die 4 Schuss? Nee, ne? Natürlich nicht. Hm. 20 Pistolenschuss. Ob ich dann das Messer ablegen kann? Nee, oder? Sollte ich... Nee, das Messer legt man nicht mehr ab, oder? Habe ich doch schon im Hauptspiel den Fehler mal gemacht. Erstmal nehmen wir die normale 5-Schuss-Pistole. Und werden damit gleich die... War hier irgendwas Sprengfallenmäßiges? Nee. Nee. Und werden dann gleich mal die Zombies an der Treppe töten. Erstmal Horn.
Ah, das war blöd. Das war blöd von mir. Ich hätte erst die Sprengfalle und die zwei Zombies töten können. Naja, gut. Das war taktisch nicht ganz so clever, ist jetzt aber auch kein Beinbruch, glaube ich. Oder ich verballer jetzt. Nee, ich komme nicht nah genug dran wegen der Sprengfalle. Bleibt mal ein Stück zurück. Ich würde euch gerne beide. Hat geklappt, ne? Bin ich super. Da ist die Kanone. Gibt's da was? Ne, da gibt's nichts, ne? So. Wenigstens die eine weg. So, jetzt würde ich gern speichern. Kann ich bitte speichern? Aha, aha, aha. Hätte da eine Kiste sein können? Ich glaube schon. So, jetzt brauche ich aber Platz für den Schlüssel, ne? Was machen wir denn da? Auf jeden Fall ist das erstmal der... nehmen, wenn wir natürlich die Albert hier rumschleppen. Ja, scheiße, wie soll ich denn das machen? Jetzt kann man natürlich nichts ablegen. Ich könnte, wir werden jetzt die Pumpgun benutzen, ne? So einfach machen wir das. Bedeutet, ich kümmere mich jetzt erstmal hier drum. Bitte, bitte, bitte drückt mir die Daumen. Also der Fehler, meine ich ja, war beim letzten Mal, ne? Wir haben uns ja eher, wenn wir in der Blickrichtung stehen, eher links im Raum versteckt, was natürlich daran, also es war halt blöd, weil die Zombies dann hier rechts abbiegen und rechts um das Sofa herumlaufen. Wenn ich mich aber näher an die Selbstschussanlage stelle, laufen die vielleicht straight darauf zu. Deswegen werden wir uns direkt neben die stellen, oder? Ja, was mache ich denn da jetzt? Das ist ja kacke. Jetzt kann ich den Schlüssel nicht aufnehmen und ohne den Schlüssel triggert das jetzt nicht. Soll ich wirklich so ein... Ich glaube, das ist völliger Mumpitz, das Messer wegzuschmeißen. Ich glaube, das ist wirklich dumm, das Messer wegzuschmeißen. Aber wir machen das jetzt. Scheiße. Das war bestimmt dumm. So. Oh, jetzt muss ich nochmal vorlaufen, oder was? So, dann machen wir die Tür zu. Jetzt gehen wir wieder zurück. So, jetzt stellen wir uns nämlich hier hin. Lol, ey, echt jetzt? Oh, oh, oh. Aua, 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 aua. Ey, das finde ich echt nicht cool. Scheiße. Scheiße. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie ich gerade schwitze. Alter Schwede. Aber das ist schon tricky hier, muss ich sagen. Das ist schon nicht ohne. Mann, 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 Mann. So, bist du jetzt wenigstens leer geschossen? Nee, ne? Darf ich deine Munition mitnehmen? Nee, ne?
Wäre ja auch völliger Quatsch, da jetzt die Munition rauszunehmen. So, sicher, sicher, ja. Wäre das Messer cool gewesen. Ach komm, echt. Wer will denn diese blöden Walking-Schuhe in diesem Spielmodus? Das bringt mir doch überhaupt nichts, ey. Warum ist denn sowas im Loot-Table drin? Oh. Ach so, genau, den konnte man nicht einsammeln. Ich fordere euch auf, schreibt Capcom und prangert an, dass man hier die Walking-Schuhe finden kann. Ist doch völliger Quatsch. Gut, ich glaube, hier war jetzt erstmal diese komische Falle. Mal die Tür aufmache. Wie habe ich denn das gemacht? Ich habe die aktiviert. So, eine Heilung. Das finde ich großartig. Sollte ich die schon nehmen? Ich bin ja gelb, ne? Ja, ich bin so oder so tot, wenn ich getroffen werde. Also kann ich sie auch nehmen. Ich spekuliere darauf, dass wir noch eine finden. Ah, ich glaube, ich habe nur dumme Entscheidungen getroffen, ne? Messer weggeschmissen und die Heilung jetzt genommen. Ich wäre so oder so tot, wahrscheinlich. So. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier wieder einen treuen Verbündeten erkennen in diesen schönen Bomben, ne? Okay. So, eine haben wir noch. Shit. Shit, 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 shit. Nein, ah, wir waren zu nah, ne? Wir waren zu nah. Ich hab so fest auf S gedrückt, damit wir rückwärts laufen. Oh Mann, ey, scheiße. 23 Minuten habe ich gebraucht. Ich sehe schon, komm, ich brauche 10 Parts, bis ich hier durch bin. Was habe ich mir hier nur angetan? Dann nehme ich jetzt auch nochmal alle Kisten mit, ne? Dann machen wir jetzt nochmal einen richtig guten, vernünftigen Run hier. Versuchen alle Tipps zu beherzigen, die man beherzigen kann. Ich nehme die Kiste auch mit. Ne, ist eine Ein-Sterne-Kiste, mach ich nicht. So, wir lassen die Tür offen. Wir gehen hier direkt durch. So, mach hier zu. Geh bitte nicht oben rum. Komm bitte. Naja, okay, so geht's auch. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, der Flammenwerfer hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit zu droppen, glaube ich, oder? Oh Mann. Ja, Bloodgott, du kannst mir schreiben, ob du hier auch immer noch am Tun und Machen bist, am Versuchen. Oder ob du mittlerweile sogar schon durch bist. Ne? Wenn du offscreen spielst, hast du ja dann doch ein bisschen mehr Zeit und ein paar mehr Tries.
Wie du siehst, ich brauche noch eine Weile. So, wir gehen jetzt auch nochmal schnell hier hinten rum. Voll, jetzt wollen wir es ja richtig machen, ne? Wie war das dann? Links am Monster vorbei und rechts an der Falle vorbei, ne? Haben wir gesagt. Ah, die finde ich sehr gut. Die pfeffern wir uns gleich rein. Junkies, ne? Wie so Drogensüchtige hier. Okay, schön. Na, ja, war jetzt schon guter Loot. Hat sich gelohnt. So, links vorbei, rechts vorbei. Warum hat der mich da jetzt echt getroffen, Mann? Oh, das sind aber große, ne? Mauler würde sagen, es spielt doch keine Rolle. Aber wir wissen es nicht. Was wissen wir denn nicht? Ich habe gerade überlegt, ob ich eine große benutzen soll oder ob ich lieber warte, bis wir eine kleine bekommen. Ach komm, ich benutze die jetzt. Ist, glaube ich, scheißegal, welche Heilung wir hier nehmen, oder? Och, jetzt kommen sie doch mal bei hier. Lässt der sich da Zeit oder was? Ja, könnte man auch als Arbeitsverweigerung sehen. Ne? Bisschen schneller hier. Wir müssen hier alle an einem Strang ziehen, damit das ein tolles Endergebnis wird für meine Zuschauer. Ne? Wenn die Molded hier Scheiße bauen, dann, ja, das war jetzt Verwarnung, beim nächsten Mal fliegt er. Ne? Oh, es ist hier wirklich eine normale drin gewesen. Ach, das Spiel verarscht mich doch jetzt. So, kommen sie gleich mal hier. Ist Fetti wohl ein bisschen langsam. Tschüss, Fetti. Schon ein bisschen gemein, oder? Den so auszuspielen. Ich habe jetzt ein bisschen Mitleid mit dem. Der war voll motiviert, ne? Ethan, ich hol dich jetzt. Ich spuck dich erst an und dann hol ich dich. Und ich spiel den so leichtfüßig aus, ne? So leicht überlegen. Naja, eigentlich sehr stark überlegen, ne? Aber gut, so ist die Welt, ne? Die Welt ist nicht nett. Auch für schleimverspritzende Moldeds nicht, ne? Das ist Gleichberechtigung, ne? Ist ja nicht so, dass wir hier so eine Molded-Emanzipation brauchen, ne? Also so weit ist es noch nicht. Kommt er jetzt oder nicht? Schon wieder keine Pistole, das stört mich ein bisschen. Aber diesmal gehen wir hier in den Schatzraum rein. Ja, vielleicht haben wir hier eine Pistole. Natürlich nicht. Dann müssen wir halt die Pumpe nehmen. Die gute alte Pumpe. Ich würde sie ja noch absägen, ne? Damit es ein bisschen mehr... was für eine Wirkung hat? Was wollte ich jetzt sagen? Ja, Streuwirkung. So rum. Damit es ein bisschen mehr Streuwirkung hat, ne? So, hier ist ja nichts mehr, ne? Gut, hat sich erstmal gelohnt, aber ich hätte gerne hier die Pumpe. Ja, ist für Margeri ganz gut. Ich nehme es mal mit. Na, jetzt kommt wieder das alte Credo. Mitnehmen geht immer, Herre wünschen nimmer. Na? So, und jetzt ducken wir uns, wenn wir um die Ecke laufen, das ist mir auch noch klar. Oder habt ihr jetzt schon gedacht, ich raff's nicht, ne? Aber
Ich bin konzentriert, wie ihr seht hier. Und das in der ersten Folge am Tage. Ich muss auch gestehen, es ist gerade nicht so früh. Also es ist gerade weniger früh als sonst. Und ich ein bisschen warten musste, bis meine Freundin aufgewacht ist. So. Ach so, wir müssen ja hier rum, damit wir hier die Falle mitnehmen können, ne? So. Ah, ich habe ihn wieder nicht erwischt. Echt, du willst jetzt echt einen zweiten Schuss, ja? Meine Güte. Boah, alter Schwede. Gott sei Dank war das jetzt keine Bombe. Das habe ich natürlich aus Versehen nur geöffnet, die Box. Also ich wollte sie natürlich öffnen, aber nicht so stümperhaft, ohne zu horchen. Was wollte ich machen? Ich wollte die Pumpe aufladen. Nehmen sie... Guck mal, wir haben eh eine große Heilung dabei. Ich nehme sie jetzt mal mit. Falls wir ein Kraut finden, mache ich mir eine große Heilung. Wenn nicht, schmeißen wir es weg. Wegwerfen geht immer. Herr wünschen nimmer. Chaos haben wir hier irgendwie so. Ich hätte gerne mal wieder das fette, große Messer, muss ich mal sagen. Wäre auch super. Eine Pistole bitte. Nee, noch eins will ich nicht. Oh, das ist schon richtig geübt im Fallen auslösen, ne? Ja, nicht schlecht. Geht voll ab. Diesmal machen wir sie zuerst kaputt. Und jetzt hätte ich gerne eine Pistole, bitte. Geheimnisse. Ja, das ist natürlich schon interessant. Das werde ich aber wahrscheinlich wegschmeißen müssen. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich bis zum Ende mittragen kann. Aber schauen wir mal. Ich nehme es jetzt mal mit. Ne? Wir wollen ja jetzt hier mal einen richtigen Run machen. So. Gehen wir mal in den Hobbyraum. Was passiert eigentlich? Achso, ich komme nicht durch. Sonst hätte ich gesagt, ich hole mir die Kiste da unten nochmal. Ne? Also wäre blöd, wenn es hier offen wäre. Dann müsste man ja nicht diesen Umweg laufen, den wir jetzt gelaufen sind. So, und diesmal versuche ich mir hier keine Kugeln einzufangen. Doch, kommt auch nicht direkt. Oh. So. Machen wir erstmal die Zombies, ne? So, ich hoffe, der ist tot. Der ist tot. Wie man immer nochmal die Tür aufmachen muss, damit die Molded in die richtige Position geschoben werden, damit sie erschossen werden. Schon. Ah, da hätte ich mir doch... Ey, irgendwie ist das hier eine blöde Stelle. Weiß auch nicht. So, aber ich glaube, jetzt ist die Kanone da drüben noch nicht leer, ne? What?
Aber was war denn das jetzt? Also eine Falle war die Kiste nicht, weil da ist eine Gem drin. Und die Bombe habe ich... Was zum Teufel ist hier gerade explodiert? Egal, wir leben noch. Aber ich bin verwundert. Ich bin stark verwundert. Noch keine Falle gehabt in der Runde, ne? Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Oh, die hat ja überhaupt keine Rückschlagwirkung hier. Oh, das... Ach, lol. Das Fass ist explodiert durch die Wand. Das ist passiert. Alter Schwede, und jetzt habe ich natürlich... Soll ich sie wegschmeißen? Ich weiß es nicht. Jetzt wissen wir, was passiert ist. Dieses blöde, die blöde Fass, was doch hier steht, das ist explodiert. Durch die Wand durch. Und deswegen bin ich fast gestorben. Also das würde ich jetzt schon mal als Bug einstufen. Ganz klar. Jetzt habe ich natürlich auch keinen Schuss mehr. Oh. Oh, jetzt muss ich mal eine Pumpgun. Oh, jetzt habe ich gar keinen Schuss mehr für diesen scheiß Raum da unten. Scheiße. Oh, das ist ja jetzt... Na gut, wir haben ja noch ein paar Sammelräume, ne? Vielleicht mal gucken. Aber das ist natürlich ein richtig fieser Bug, ne? Wenn das da so durch die Wand explodiert, da kann ja keiner was für. Da haben wir unsere erste Bombe. Chemikalien. Und jetzt muss ich mich mit einem Zombie anlegen, den ich bestimmt nicht first hitte, try. Ach so. Okay. Oh, schön. Oh, naja, wenigstens etwas. Das finde ich gut. Da ist das Spiel gnädig mit uns. Beziehungsweise, es muss ja gnädig sein. Ich bin ja hier gestorben. Ne? Was soll es denn anderes machen? Eine starke erste Hilfe. So, ich sehe Pumpgun-Munition und ich sehe eine andere Pumpgun, glaube ich. Das heißt, ich verballer jetzt zwei Schuss und dann schmeiße ich diese Pumpgun weg, ne? So. Hinfort. Oh, da war 8 Schuss. Das ist doch gar nicht so verkehrt für den nächsten Raum. Könnte hier hinten noch was liegen? Ich weiß halt gar nicht, wo hier überall Kisten stehen könnten in diesem Zimmer. Oh, jetzt wird es ja noch immer spannend. Jetzt kommt der blöde Schlüssel. Wahrscheinlich eine ganz blöde Entscheidung, aber wir brauchen ja hier irgendwie Platz, ne? Irgendwie müssen wir das ja managen. Ich sammle lieber auch die andere Heilung noch auf, falls ich sie gleich brauche. Weiß man ja nie. So. So. Scheiße.
Oh, aber schon wieder nicht aufgepasst hier. Den da bitte. Geil. So habe ich mir das vorgestellt. Was mache ich denn? Na gut, ich habe jetzt eine Pumpgun, ne? Diese blöden Lurker, die jetzt kommen. Ich hasse sie ja, ne? Das sind ja wirklich die fiesesten Gegner hier im Spiel. Neben den dicken Spuckern. So, aber erstmal kommen die zwei, die krabbeln. Vielleicht ist es sinnvoll, die Krabbler bis zur zweiten Mine zu holen. So machen wir das jetzt. Das ist der Plan. So, ihr kommt jetzt bitte mal mit. Etwas langsamer bitte. So, komm schon, ey. Es waren auch noch zwei, ne? Oh, very nice. Nice. So wollte ich das haben. Okay. Familienbilder sind weg. Ein Bild von einem Baum ist da. Ist neu, ne? Und ein Bild von einer Spinne. Guck mal an. Warum das denn? Weiß man jetzt nicht, ne? Aber cool. Warum ist das cool, ist die nächste Frage, ne? Weiß man jetzt auch nicht. Oh, ein blaues Fahrrad. Ja, war hier gerade. Das ist auch nur Clipping-Fehler, ne? Ich dachte gerade hier irgendwie der Officer wäre, Deputy. Was denn jetzt war? Officer oder Deputy? Der Off-Duty oder der Dofficer, ne? Naja, egal. Ich dachte, der wäre da, weil das hier so komisch geblinkt und blitzt hat. Aber das ist nur ein Clipping-Fehler. So, hier ist auch nichts. Schießpulver. Gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was kommt. Drum nehmen wir mal die Pumpe in die Hand. Ich sehe da schon eine Falle. Scheiße, und ich habe meine Gardinen nicht zu. Das ist saudunkel gerade. Also ich sehe nichts. Einfach. Okay. Was habe ich für einen Schlüssel bekommen? Jetzt muss ich gerade mal. Ich glaube, ich musste wieder nehmen. Ja, doch, der Schlüssel für das Haus da drüben, ne? Okay, Leute, okay. Ich glaube, wir sind ganz nah. Ich habe keine Pistolenmunition. Very, very schade. Oh, ist das scheiß dunkel jetzt. Das ist so dunkel. Es kommt doch bestimmt gleich noch was. Es lädt. Nein, ich hasse es, wenn es lädt. Wo ist denn der? Ich sehe noch nicht mal den Wohnwagen. Jetzt sehe ich ihn. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Kann ich jetzt einfach durchrennen?
Ich habe hier Bomben gesehen, ne? Nein, 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 nein. Oh, ich höre hinter mir auch was. Heile dich. Oh, shit, 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 shit. Oh, wie ich nichts sehe. Wo sind denn die jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Wo ist denn der Wohnwagen? Da ist der Wohnwagen. Lass ich ihn leben? Komme ich da jetzt vorbei? Oh, der steht da mittendrin, ey. Wie soll denn das jetzt gehen? Fetti. Hm. Ach, Mann. Warum bleibt denn der da im Gartentor stehen? Ist der denn blöd oder was? Ja, war auch blöd, dass ich jetzt die Kleinmolde nicht getötet habe, ne? Aber ich dachte mir, vielleicht muss ich die gar nicht töten. Wenn der Dicke da rausläuft, dann husche ich da schnell vorbei und... Ach Mann, ich glaube, ich war echt kurz davor jetzt. Scheiße. Ja, aber so ist es halt, ne? Müssen wir den Part jetzt beenden hier. Gab ja wieder ein bisschen Fortschritt, aber ich glaube leider nicht genug für eine Dreiviertelstunde. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst mir eure Meinung da, würde mich sehr freuen. Und ja, wir hören uns wieder zum nächsten Versuch in Part 5 dann wohl. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht euch. Bye, bye. Euer Längster.